It's Yugi Time und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Und da wir jetzt gerade selber ein Turnier bei mir gerade stattfindet, möchte ich euch gerne mal einen Kampf zeigen, wo ich auch dran teilnehme. Das ist aber ein anderes Turnier und zwar vom Andy, den ich momentan als besten, der ist der Veranstalter, den ich momentan als besten, Pokémon-Trainer finde, also der so Online-Kämpfe und sowas durchführt und der momentan, finde ich persönlich, am stärksten ist und am erfolgreichsten ist. Und der veranstaltet jetzt, glaube ich, schon zum zweiten Mal ein Turnier. Und ich habe richtig Lust bekommen und dachte auch, ja, ich nehme dran teil. Und ja, bei ihm waren so die Regeln, dass man auf jeden Fall überhaupt gar keine Overuse-Pokémon nehmen darf. Dass man, wenn man Sleep Claws einsetzt, also solche Attacken jetzt zum Beispiel die Pilzspore, dass man nur ein gegnerisches Pokémon einschläfern darf, Ruheort und solche Heilattacken dürfen auch nur einmal irgendwie auf dem Pokémon drauf sein, Toxin und so ist total verboten, Wunschtraum und Schutzschild auch. Und ja, ich habe jetzt schon 4 Kämpfe, also das war auch die Vorrunde, 4 Kämpfe waren das. Ich habe tatsächlich 2 gewonnen mit diesem Team, also man darf auch nur dieses eine Team verwenden, Movesets, egal, das darf geändert werden, aber die Pokémon, die müssen die gleichen bleiben und ja, das ist auf jeden Fall richtig krass und ist auf jeden Fall richtig, hat auch mega krass viel Spaß gemacht, ich habe 2 ultra schwere Kämpfe, das waren bis jetzt die schwersten überhaupt für mich, gehalten und ich wollte euch jetzt erstmal den zweiten zeigen, der war richtig krass. Also ihr seht hier wieder mein Ambidiffel, mein Trikefalo, mein Hutasser, mein, wie heißt es gleich, Butalanda, Megani und Austos ist am Start. Und das ist so ein krasses Team eigentlich, aber es hat natürlich auch extreme Schwächen. Ich habe eigentlich voll die Eisschwäche und auch die Feuerschwäche, das ist natürlich sehr verhängnisvoll. Er hat hier ein Elfhuhn, ein Phoenix, ein Machomai, ein Taubos, ein Trikefalo und ein Porygon Z und das ist natürlich der absolute Sweeper und das Tauber ist natürlich hier in der Mega-Entwicklung und ich habe nicht mal eine Mega-Entwicklung im Team, also von aus der Perspektive her ist das schon echt abgefahren gewesen. Ja, also der Kampf beginnt. Es war am Anfang eigentlich auch relativ unspektakulär, naja gut, unspektakulär kann man nicht sagen, weil er beginnt mit seinem Porygon Z, darauf habe ich auch ehrlich gesagt gehofft, ich wollte das unbedingt weghaben und Ambidiffel ist hier auf jeden Fall das Pokémon, was mir wirklich mein Leben gerettet hat, ohne das wäre ich wieder hier voll im Arsch gewesen und hätte voll verloren. Also dieses Pokémon ist echt mega gut und ich wusste, Mogelhieb, egal was er jetzt einsetzen wird, es wird hart treffen und ich wusste, ich muss sein Trikefalo weg haben. Es muss weg, egal, aber das Porygon Z, das war eigentlich noch schlimmer, aber Trikefalo ist auf jeden Fall auch wichtig, wenn das weg ist. Und ich wusste einfach, mit vollem Initiative-Investment ist einfach mein Ambidiffel schneller und es war tatsächlich weg. Es war einfach mega spannend und ja, ich war schon mal ein bisschen im Vorteil. Hier natürlich mit Lebenorb, ganz klar. Und jetzt kommt sein Machomai und davor hatte ich genauso riesengroße Angst gehabt. Ich hatte mega großen Schuss und er setzt Patronenhieb ein. Hätte ich nie mit gerechnet und ich habe das natürlich gut weggetankt. Und ja, jetzt kommt natürlich der Doppelschlag und er hat natürlich enorm Schaden genommen. Ich wusste, wenn er jetzt austauschen wird, egal was passiert, das Teil wird auf jeden Fall nicht überleben. Er setzt nochmal den Patronenhieb ein. Und ich war schon fast tot und nochmal der Doppelschlag. Und Ambidiffel hat mir hier einfach mal mega krass das Leben gerettet. Also ohne Ambidiffel wäre ich hier wirklich in den ganzen Kampf völlig im Nachteil gewesen. Und ich habe jetzt noch 16 Lebenspunkte und jetzt kommt sein Phoenix. Und ich wusste, Doppelschlag. Ich kann nur Doppelschlag machen, egal was passiert. Doppelschlag oder Raub. Ah nee, Raub, stimmt ja. Es hat ja die Unlichtschwäche damit. Genau, das habe ich glatt vergessen. Und damit war das auch weg und ich konnte sein drittes Pokémon weghauen und ich habe noch 1 KP. Das ist so abgefahren. Also ich habe 2 verrückte Matches gehabt. Das eine Match mit Suicune, das werde ich euch gleich auch noch zeigen, das wird auch noch hochgeladen werden. Das ist so krank. Egal, jedenfalls, jetzt kommt hier natürlich die Mega-Entwicklung, Mega-Taubos. Davor hatte ich auch Mega-Schuss, weil ich gegen das Teil auch überhaupt nichts machen kann. Jetzt kommt hier der Doppelschlag. Einfach um nochmal gewaltigen Schaden rauszuhauen und ich habe Glück, dass das der Volltreffer ist. Damit war sein Taubos auch weg. Das war so ein krasses Match. Also zu Beginn könnte man jetzt ohne Scheiß denken, ich bin hier mega im Vorteil. Ich habe hier gerade mal 1 Pokémon verloren und das ist mein Ambidiffel und er hat hier schon 4 starke Pokémon verloren. Ja und jetzt kommt sein Elfhuhn und ich mache natürlich erstmal
echt einen mega krassen Fehlzug meinem Hutsasser und damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, dass das deine Psycho-Attacke drauf hat. Psychokinese ist natürlich sau effektiv und ich wollte das Teil einschläfern mit Pilzspore, das darf ich ja verwenden und das Teil hat, das hat überhaupt gar keine Wirkung gehabt, ich war total überrascht und ich wusste, ich muss jetzt rausgehen. Es ist nicht so schlimm, weil durch die Belebekraft bekommt mein Hutsasser auch einiges an Lebenspunkte wieder zurück und ich schicke jetzt meinen Megani rein, sogar in Shiny, das sieht richtig toll aus und ja, jetzt kommen wir in die Psychokinese, damit habe ich schon fast gerechnet, aber das kann natürlich Megani ganz gut wegtanken. Dann natürlich habe ich hier noch Überreste drauf, das ist also auch nicht so schlimm. Und ja, jetzt setzt der Wachstum ein und boostet damit natürlich seinen Angriff. Ist natürlich überhaupt nicht gut und sein Spezialangriff. Und ich muss jetzt überlegen, was ich mache. Und ich dachte, ich mache die Egelsamen, dann haue ich die raus, dann bekomme ich immer mal wieder ein paar Lebenspunkte, solange er nicht auswechselt und kann dauerhaften Schaden ausüben. Aber das war auch wieder so ein Fehlzug, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass das Teil immun dagegen ist. Und jetzt kommt erst mein Austausch, das einzige Pokémon, was überhaupt was gegen dieses Teil machen kann. Und ich wusste, er wird 100 Pro nochmal Wachstum einsetzen, er wird nicht angreifen. Da hatte ich richtig Glück gehabt und ich setze auch gar kein Hauspoch oder so ein, sondern ich muss natürlich sofort auf die Attacke gehen, weil mir klar war, er wird Gigasauger jetzt irgendwas einsetzen und ich bekomme eben enorm Schaden. Überlebe aber mit dem Fokus-Score, das ist ganz klar, und ich musste dann eben die Eisattacke spielen ohne Hausbruch. Aber ich dachte so, das muss reichen, weil das einfach zweifach effektiv ist. Und damit war sein Elfhuhn weg. Zwei Fehlzüge habe ich gemacht und ich hatte echt sau viel Glück gehabt, dass mein Austausch das Teil noch irgendwie wegsweepen konnte. Und jetzt kommt sein Porygon Z und das Teil ist natürlich saugefährlich. Ich muss jetzt hier nochmal richtig krassen Schaden drücken, denn das Teil hat zweimal Download ausführen können und der Spezialangriff ist eben enorm gestiegen. Und ja, hier kommt natürlich sofort der Eisspeer, es zieht nicht so viel ab, aber dadurch, dass ich ihn fünfmal treffe, durch die Fähigkeit, bekomme ich ihn einfach in den gelben Bereich. Ich habe über die Hälfte abgezogen, Austausch hat hier eine gute Arbeit geleistet, er setzt hier den Eisstrahl ein und ich wusste, ich bin jetzt völlig im Arsch, weil ich habe ja nur noch Trikefale und Brutalander, die eigentlich Schaden drücken können, aber die haben beide eine fette Eisschwäche. Also versuche ich erstmal mit Hutsasser und mit meinem anderem Teil hier mit Megani irgendwie was zu reißen, aber Hutsasser habe ich irgendwie gehofft, überlebt das und er hat es überlebt, aber was ist dann? Er friert ein und das in einem Turnier, das ist so krass, ja, also wann, das ist, ich weiß gar nicht, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, ich glaube 10% oder irgendwas und ich werde natürlich eingefroren, das ist natürlich richtig kacke und ja, ist echt mega krass, was da abgegangen ist, auf jeden Fall. Vor allen Dingen zwei Matches, die waren irgendwie schon verrückt im Verlieren und im Gewinnen, aber ist echt mega krass, ja, weil es war wieder so ein verrücktes Turnier, beziehungsweise die Vorrunde war auf jeden Fall mega krass verrückt und ich habe zwei starke Gegner getroffen, da hatte ich überhaupt gar keine Chance gehabt, mein Team ist auch relativ schwach aufgestellt, habe voll die Feuerschwäche und voll die Eisschwäche und ja, das lag einfach daran, weil ich einfach Just for Fun mitgemacht habe und jetzt bin ich so dabei, dass ich unbedingt gewinnen möchte, aber ich kann halt mein Team nicht mehr ändern. Bei ihm ist halt die Pflicht, dass das Team so bleiben muss, aber ich staune, dass ich mit meinem Team tatsächlich zwei so krasse Spieler wie ihn besiegen konnte und sein Porygon Z ist hier der absolute Sweeper, das muss man einfach mal sagen. Also der mit dem Eisstrahl, der haut ja einfach so krass rein und der Download, wo der Spezialangriff einfach nochmal maximiert wird, da hat mein Megani auch keine Chance, aber ich konnte eben nochmal die Egelsamen auslegen und habe irgendwie gehofft, dass ich das irgendwie packe. Und ich habe jetzt auch gehofft, dass Brutalander schneller ist. Und ich hatte Glück gehabt, der Nassschweif trifft natürlich extrem. Und hätte er das jetzt noch überlebt, dann wären die Egelsamen auch noch da gewesen und ich hätte wahrscheinlich gewonnen. Aber es war ein mega knappes Match, es war richtig gut. Und ja, das war mein zweiter Kampf in seinem Turnier. Jetzt nehme ich gleich noch den ersten Kampf auf. Der war wesentlich kranker. Ich wollte da nämlich aufgeben. Schaut ihn euch unbedingt an. Auf jeden Fall großes Lob hier an Vicky. Ist eigentlich ein Junge, aber er nennt sich ja Vicky. Und ist schon echt mega krass.